Okay, ja, wir sind beide am Attersee groß geworden, beziehungsweise hier geboren. Seit 1989 habe ich meine Firma da aufgemacht. Das war Nautilus seinerzeit in Sewalken und im Werreg. Ja, seit 2011 gibt es die Firma Männer unter Wasser. Wir machen vorwiegend Bojenservice am Attersee und auch an die umliegenden Seen. Und eben auch Wasserbauten, Ufermauern reparieren, Taucharbeiten, wir tauchen auch in die Kraftwerke. Wir übernehmen auch Spezialaufträge, wie zum Beispiel jetzt kürzlich für die Pfahlbauten am Attersee, eben den Unterwasserwall in Nussdorf, wie auch das Pfahlbauhaus und die Figuren, die wir hineingesetzt haben.